Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr heute dabei seid. Ich sitze hier in einem tollen neuen Auto. Es ist ein XPeng G6 in der Hinterradantrieb-Variante. Long Range RWD mit dem 87,2 Kilowattstunden großen Akku, 570 Kilometer WLTP-Reichweite. Ja, und eine Ladeleistung, die einem irgendwie die Schuhe auszieht. 280 kW am Schnelllader in unter 20 Minuten von 10% auf 80%. So steht es zumindest in der Beschreibung. Und heute checken wir den Wagen natürlich wieder mal in meinem Move Electric Gigatest. Wir schicken ihn auf die Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven und zurück. Wir schauen, wie ist die reale Reichweite, wie ist der Verbrauch, was kann der Wagen, wie ist das Interieur, die Alltagstauglichkeit, passt der Hund in den Kofferraum und ist das hier der XPeng G6 vielleicht das bessere Model Y? Ja, er tritt ja so ein bisschen auch gegen das Tesla Model Y direkt an. Dieselbe Klasse, fast dieselbe Größe, hat aber eben so ein paar herausragende Daten, zumindest auf dem Datenblatt. Und ob es wirklich dem Model Y das Wasser reichen kann, immerhin das meistverkaufte Auto der Welt 2023 und auch 2024, sieht es so aus, als würde es wieder diesen Pott gewinnen. Ja, das wird interessant zu sehen und ich bin mega gespannt auf diesen Test und ihr dürft es auch sein, deswegen bleibt unbedingt dran. Ja, Leute, ganz ehrlich, der G6 von XPeng, der sieht wirklich ziemlich gut aus, also zumindest für meinen Geschmack. Und übrigens XPeng, ne, es gibt ja so Leute, die sagen, XPeng, falsch ausgesprochen, das spricht sich ja Xiaopeng, wie auch immer aus. Nee, wirklich, ich habe mit dem PR-Chef von XPeng Deutschland gesprochen und es ist wirklich so, für Europa, da haben sie sich auf den Namen XPeng oder auf Englisch XPeng geeinigt, damit eben dieser ganze Sprachwirrwarr vermieden wird. Aber das Thema ist damit erledigt, hier in Europa XPeng. So, Punkt. Aber gut, das nur so am Rande. Also der G6 von XPeng, der ist ja so ein bisschen auch von der Presse hochgejubelt worden als der Tesla Model Y Killer. Ja? Also warum Killer? Weil er doch vieles, zumindest auf den ersten Blick, besser kann, fast gleich viel kostet. Und es ist ja irgendwie, Tesla ist ja so ein bisschen der Gejagte. Und es ist aber wirklich so, dass hier sehr viel von Tesla auch drinsteckt. Ich meine, die Chinesen sind ja dafür bekannt, besser gut kopiert als schlecht selber gemacht. Und hier auch gerade in der Software oder eben auch bei vielen Details hier im Interieur, da haben sie viel von Tesla abgeguckt. Also das Erste, was mir schon mal optisch aufgefallen ist, ist hier dieser Lenkstockhebel. Ne? Also der Gangwahlschalter. Erstens, dass der genauso wie bei Tesla aussieht, also zumindest so wie in den Tesla Model S, im ersten Tesla Model S, was ich hatte von 2016, genau der gleiche Lenkstockhebel, der übrigens damals von Mercedes kam. Damals hatte nämlich Mercedes noch 10% an Tesla. Die haben sie dann irgendwann gekauft, weil sie dachten, ach, das mit den E-Autos, das wird ja eh nichts. Und außerdem ist Tesla sowieso in 4 Wochen pleite. Ich glaube, heute beißen sie sich dafür in Arsch. Aber original das Gleiche, ob das jetzt einer von Mercedes ist oder wirklich nur nachgebaut optisch, das weiß ich nicht. Das ist mir aufgefallen. Und dann, naja, die Gänge legt man halt genauso ein wie bei Tesla mit diesem Lenkstockhebel. Ist halt 1:1 kopiert. Machen aber auch ein paar andere Autos so. Aber hier ist es wirklich original gleich und der Hebel sieht sogar genauso aus. Ja, dann haben wir in der Software einige Sachen. Das 15 Zoll Infotainment Display schon mal ist schon mal super gut. Die Geschwindigkeit der Software ist super schnell. Man kann es hier zweiteilen, ne, dass ich hier so eine Ansicht habe, so wie bei Tesla, hier mit meiner Fahrspur und meinem Auto. Und hier oben die Anordnung der ganzen Informationen, die Geschwindigkeit, die Verkehrszeichen, meine Rekuperation, die ich hier sehe, in so einem Strich mit grün und orange ist es, glaube ich, dann. Bei Tesla hat es jetzt senkrecht angeordnet neuerdings, aber früher war das auch waagerecht. Und das haben sie 1:1 kopiert. Auch, dass ich das hier verschieben kann, also auf
die volle Breite, ne? Genau wie bei den aktuellen Tesla. Mit einziger Unterschied, ich kann das hier komplett klein machen, dass ich eben hier nur mein Navigationsscreen habe. Und das geht bei Tesla eben nicht, weil ich ja dieses Display bei Tesla nicht habe, nämlich das Tacho-Display. Und das ist so ein 10,8 Zoll Display, relativ schmal gehalten, dafür sehr breit. Und ein Problem, was ich hier immer sehe bei den chinesischen Autos, ist die Schriftgröße auf diesen Tacho-Displays. Irgendwie ist es so, dass sie scheinbar in China wahnsinnig gute Augen haben. Also ich mit meinen jetzt schon 34 Jahren kann dieses Display so kaum noch lesen. Ich muss mich echt anstrengen, weil die Schrift viel zu klein ist. Und das ist ein bisschen schade. Das trübt so die User Experience beim täglichen Benutzen dieses Autos eigentlich, ne? Also zumindest für Leute, die eine Lesebrille tragen. Leute, und die Ausstattungsliste dieses Autos, die muss ich euch vorlesen. Das glaubt ihr nicht. Und alles ist Serie. Also, wir haben adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, adaptiver Kurventempomat, aktiver Spurwechselassistent, automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer, eine automatische Einparkhilfe, automatische Ausparkhilfe, Parkhilfe mit 360-Grad-Kamera, transparentes Chassis in dieser Kamera, App-gesteuerter Parkassistent, Fahrerzustandsüberwachung, vorausschauende Abstandsüberwachung, vorausschauende Kollisionswarnung, autonome Notbremsung, Verkehrszeichenerkennung, intelligentes Fernlicht, Winkelerkennung, Türöffnerwarnung, Spurverlassenswarner, Spurhalteassistent, Notfallspurhalteassistent, Kollisionswarner hinten, Querverkehrswarner hinten. Ja. Was noch serienmäßig ist, ist übrigens natürlich die Wärmepumpe. Ist ja klar, bei der Ausstattung darf die auch nicht fehlen. Aber davon ab, ganz ehrlich, wenn man hier reinsteigt in den XPeng G6, wie das hier aussieht, also die Materialien sind natürlich Kunststoff, aber es sieht sehr, sehr hochwertig aus. Es ist alles unterschäumt. Wir haben hier silberne Fensterheber, hier so Stoff, hier auf dem Armaturenbrett, das sieht aus wie Wildleder, ist natürlich Kunststoff, aber sieht aus wie Wildleder, hier wieder Stoff. Ja, hier ist es tatsächlich Hartkunststoff, aber hier in der Mittelkonsole ist es schon wieder unterschäumt. Zwei gut sichtbare und benutzbare Ladeschalen, wo das Handy auch wirklich tatsächlich lädt. Hier passt auch ein iPhone Max rein. Zwei Cupholder, eine Mittelarmlehne, die ich aufklappen kann mit einem großen, tiefen Fach. Und hier drunter ist nochmal Stauraum, wo ich auch noch was ablegen kann. In den Türen sind Fächer, hier unten ist dann Hartplastik, okay. Aber die Sitze, sehr schönes Kunstleder, sehr schön geformt, guter Seitenhalt, hier wieder an der Kopfstütze und am Schulterbereich so Wildlederoptik. Super Panoramaglasdach, hier einen schönen schwarzen Dachhimmel. Ja, Leute, und die ganze andere Serienausstattung, es ist wirklich der Wahnsinn. Den Wagen gibt es im Prinzip nur voll ausgestattet. Es gibt nichts, was man hier hinzu konfigurieren könnte, außer Anhängerkupplung, Farbe, Interieur schwarz oder hell. Punkt. Das war's. Ja, also der Rest ist immer dabei und kostet, ja, so wie hier in der Heckantrieb-Variante Long Range, 47.600 Euro. Ja, und das mit allem. Also, ich glaub's nicht. Und das ist tatsächlich exakt der Preis, den wir vor 3 Monaten für unser Tesla Model Y gezahlt haben, was wir damals neu gekauft haben. Da hatte Tesla aber auch so eine Aktion, 6.000 Euro günstiger, wenn man in Midnight Cherry Red und mit weißer Innenausstattung, das kostete ja oder kostet immer noch Aufpreis bei Tesla. Aber wir haben den Wagen zum gleichen Preis gekauft wie diesen G6 hier von XPeng. Der große Unterschied hier ist, er hat einen größeren Akku, nämlich 87 Kilowattstunden netto. Das Tesla Model Y 77 Kilowattstunden netto. Und der lädt hier in 20 Minuten, Leute, von 10% auf 80%. Und da kommt das Model Y beim besten Willen nicht mit. Das braucht nämlich 30 Minuten von 10% auf 80%. Jetzt ist die Frage Effizienz. Wie effizient sind denn die Autos eigentlich, ne? Und ich weiß ja, wie effizient unser Model Y ist. Ist ja auch Hinterradantrieb. Das haben wir extra gekauft, weil das eben die größte Reichweite von allen Model Y hat. Und da kann ich sagen, zumindest auf dem Papier ist das Model Y da vorne. Und jetzt gilt es natürlich heute herauszufinden, wie ist das hier mit dem XPeng G6 auf der Autobahn. Da kommen wir nachher zu. Müssen wir ein paar andere Sachen klären, nämlich zum Beispiel, wie ist die Software und was ist mit dem Kofferraum, Platzangebot hier im Fond. Und das sind Dinge, die klären wir gleich. Ich würde sagen, als nächstes schauen wir uns doch mal Software und Ladeplanung an. Erstmal grundsätzlich zur Software. Wir haben hier eine Version XOS 5.2.6, soll laut meinen Recherchen auch die letzte Version sein. Alles weitere gibt es dann per Software-Update over the air. Und Software an sich läuft sehr flüssig, wirklich. Also wir haben ja auch ein paar Apps, ne? Also das ist alles wunderbar. Mittlerweile ist ja sogar YouTube dabei, ein Browser ist dabei, Spotify ist dabei, TuneIn Radio, App Store mit ein paar kleinen Apps. Ist nicht wirklich viel, aber gut, ein bisschen gibt es. Aber zurück zur Navigation.
Wir wollen demnächst eine Langstrecke fahren. Das ist ein kleiner Spoiler auf das nächste Video hier mit dem XPeng G6. Wir fahren nämlich 1700 Kilometer, sogar mehr als das, und zwar nach Paris, zur Paris Motor Show mit diesem Auto. Da gibt es ein Roadtrip-Video, kommt dann auch noch demnächst. Aber da brauchen wir natürlich eine Ladeplanung. So, und wenn ich jetzt mal sage, ich will nach Paris, ich habe das schon mal eingegeben, das Ziel, gebe ich mal auf Paris ein. Dann wird die Route erzeugt, also nicht berechnet, sondern sie wird erzeugt. So, jetzt habe ich hier drei verschiedene Routen, die mir angeboten werden. Die kürzeste oder schnellste wird mir hier entsprechend angeboten. Hier habe ich die alternativen Routen. Jetzt muss ich mich für eine entscheiden. So, und wenn ich jetzt Start drücke, dann würde ich jetzt davon ausgehen, es wird eine Ladeplanung berechnet. Weil hier steht unzureichende Reichweite. Es sind knapp 800 Kilometer eine Strecke. Das Problem ist, die Ladeplanung wird jetzt einfach nicht berechnet, weil ich diesen Schritt jetzt übersprungen hatte, ohne es zu wissen, zumindest beim ersten Mal. Mittlerweile weiß ich, wie es geht. Wenn ich mir hier nochmal die gesamte Strecke anschaue, dann habe ich nämlich vorher hier in diesem Fenster so ein kleines Symbol mit so einem Blitz gehabt. Ja? Und dieses Symbol mit dem Blitz, das wäre die Ladeplanung gewesen. Habe ich nicht drauf gedrückt und deswegen wurde keine Ladeplanung gemacht. Ich kann zwar einstellen, mit wie viel Prozent ich am Ziel ankommen möchte oder bei der Ladesäule, aber irgendwie eine Ladeplanung jetzt noch mal zu starten, das funktioniert scheinbar irgendwie nicht. Also breche ich das noch mal ab und navigiere noch mal nach Paris. Dann zeige ich euch das jetzt, wie es richtig gegangen wäre. So, Route ist fertig. Jetzt haben wir hier ein Symbol. Da ist ein Kreis mit einem Blitz drin. Und wenn ich da jetzt drauf drücke, dann suche nach Ladestation auf dem Weg. Dann macht er das. Jetzt habe ich hier meine Liste. Ne? Ich habe ein Zwischenziel schon mal einprogrammiert gehabt. Fastnet habe ich gestern mal testweise gemacht. Das ist hier bei der Route noch drin, die ich wieder ausgewählt hatte. Aber eigentlich will er laden, da wo die orangen Bubbel sind. Das ist einmal bei Shell Recharge. Da kommen wir mit 15% an, sollen in 13 Minuten laden auf 78% hoch. Dann nochmal bei Total in Frankreich. Da kommen wir mit 10% an und sollen in 9 Minuten auf 60% hochladen, weil ich angegeben habe, ich möchte mit 30% in Paris ankommen. Nee, 25% möchte ich in Paris ankommen. So. Also, zweimal laden, einmal 13, einmal 9 Minuten, macht zusammen 22 Minuten Laden auf 800 Kilometer Strecke. Ja, das für sich genommen ist schon mega geil. Die Ladeplanung so ist auch okay. Es ist halt nur schade, dass man nur diesen Knopf drücken muss und sonst kommt man da nie wieder hin. Jetzt kann ich Start machen und jetzt wird die Route gestartet. Was auch noch ein bisschen schade ist im Moment, ist die Sprachsteuerung. Das ist zwar hier alles auf Deutsch eingestellt mit so zwei, drei kleinen lustigen Übersetzungsfehlerchen. Aber die Sprachsteuerung scheint irgendwie nur auf Englisch zu funktionieren und das eben auch nicht mit deutschen Straßennamen. Also wenn ich irgendwie eine Adresse suche in Bremen, dann findet er wer weiß was, aber nicht das, was ich auf Deutsch gesagt habe. Ich zeige euch das mal eben. Hi XPeng. Hi. Navigate to Hohentorsheerstraße 12, Bremen. Okay. No results found, please say it in another way. Haunters, Hairstrake, Acid, Ralph, Bremen. Okay, ja, es ist natürlich nicht das, was ich gesagt habe, sondern er hat versucht, meine deutschen Wörter irgendwie einzuenglischen und natürlich dann nichts gefunden. Also das ist noch unbrauchbar. Ich hoffe auf ein Software-Update oder es ist hier eine falsche Einstellung in diesem Auto, wobei ich die Software von vorne bis hinten durchgegangen bin, auch im Benutzerhandbuch nachgeguckt habe, was mir immer wieder vorgeworfen wird. Ey, warum liest du denn nicht das Handbuch vorher? Nee, also es scheint momentan so zu sein, zumindest bei dieser Softwareversion, dass die Sprachsteuerung noch nicht richtig funktioniert. Da hoffe ich halt bald mal auf ein Update. Und das Witzigste ist bei den Navigationsansagen. Also die Navigation an sich ist wirklich klasse. Die Stimme ist eine der besten Stimmen, auch natürlichsten Stimmen, die ich je in einem Navi gehört habe. Das ist sensationell gut. Allerdings hat die Frauenstimme das Problem, ein R auszusprechen, zumindest manchmal. Es ist wirklich witzig, weil es gibt ja so ein bisschen so diese Anekdote, dass die Chinesen kein L aussprechen können und deswegen immer L sagen. Nee, Moment. Es ist wirklich so, manchmal sagt sie, biegen Sie echts ab. Ich denke, wieso echts? Ich ächze doch gar nicht. Sie meint natürlich rechts. Dann hat sie aber wieder Straßennamen mit einem R drin, spricht sie flüssig aus. Aber wenn sie zum Beispiel nächste Straße rechts sagen will, dann sagt sie nächste Straße echts.
oder so, ja. Es ist manchmal wirklich komisch und es ist regelmäßig, immer. Und das ist wirklich lustig. Also am Anfang musste ich wirklich laut lachen, so mit diesem Bild im Kopf, ja, Chinesen können kein R aussprechen und ja, die Software auch nicht. Also ich muss wirklich sagen, Hut ab, XPeng hat echt Humor. So, Kofferraum. Model Y hat ja einen riesen Kofferraum, da kann man ja quasi ganze Wagenladungen reinpacken. Wie sieht es denn hier beim XPeng aus? Klappe geht erstmal sehr langsam auf. Sieht auch sehr großzügig aus, aber nicht ganz so groß wie beim Model Y. Wir haben hier 571 Liter und hier unten drunter ist dann noch so ein kleines Fächlein für Ladekabel, Verbandskasten, Warndreieck und Co. Seitenfächer haben wir nicht. Hier ist ein Subwoofer. Wir können aber natürlich die Sitze umklappen. Dann haben wir 1350, glaube ich, Verhältnis 70 zu 30, würde ich mal schätzen. Und nun die alles entscheidende Frage. Meiler, passt du da rein? Ja, komm mal her. Du musst da jetzt rein. Und ihr wisst ja, dafür habe ich meine Hundetreppe. Sekunde. Die Treppe hier von Fellbengel kann ich nur empfehlen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Echt geiles Teil. So, Meiler, einsteigen bitte. Weiter. Ja, komm hoch. Super. Rein mit dir. So, dann kann man sie zusammenklappen und dann in den Kofferraum legen, ne? Klappe zu. Achtung. Das sieht aber sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Geht auch schön langsam zu. Kopffreiheit sieht gut aus. Und jetzt mal von innen gucken. Na, Meiler, wie sieht's aus? Wow, ja. Also ein sehr großzügiger Innenraum für den Hund. Da hat sie wirklich viel Platz. Meiler, guck mal. Ja, also gar kein Problem mit dem XPeng G6. Das Auto und Hund, das passt. Ja, also mit dem XPeng G6 als Hundebesitzer, da könnt ihr wirklich sehr beruhigt sein. Klappt wunderbar, der Hund hat wirklich viel Platz, auch die Grundfläche ist groß genug, die Höhe ist groß genug. Auch so ein großer Goldie wie Meiler passt hier wunderbar rein. Jetzt kommst du wieder raus. Zack. Und aussteigen. Ich liebe dieses Ding. Nach Gebrauch einfach in den Kofferraum. Dauert wirklich lang. Und ja, Leute, wir haben hier keinen Start-Stopp-Knopf in diesem Auto. Ist es nicht fantastisch? Einfach reinsetzen, auf D schalten und losfahren. Und wieder aussteigen, Tür zu, abschließen und weggehen. Nichts, was groß bimmelt, ne? Also es ist fantastisch. So wünsche ich mir das. Warum machen das nicht alle Hersteller so? Wie viel angenehmer ist das so, ja? Also ich feiere das hier wirklich ab in diesem XPeng, ne? Ja, Keyless Go und auch Entry hier im Moment nicht drin. Es kann sein, dass das mit der App funktioniert. Das weiß ich nicht. Die habe ich momentan noch nicht aktiviert. Ist ja nicht mein Auto, ist ja nur ein Pressewagen. Da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber momentan ohne die App zumindest Keyless Entry und Keyless Go geht leider nicht. Man muss immer auf- und abschließen. Das ist noch ein bisschen schade und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht gehen soll. Ja, wenn ihr das schon mal wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob das nur mit der App geht oder ob man das vielleicht irgendwie ja, freischalten muss. Zumindest in der Software hier gibt es keinerlei Einstellung dafür. Ja, schade. Das ist noch so ein Punkt, würde ich mir wünschen. Bin mir aber ziemlich sicher, dass der irgendwann bei einem der nächsten Updates kommen wird. So, dann sind wir im Prinzip soweit. Wir haben jetzt noch 59% im Akku, angezeigte WLTP-Reichweite 336 Kilometer. Na, mal gucken, wie sich der G6 dann so schlägt auf der Strecke. So, es fällt schon mal auf, fahrwerktechnisch ziemlich gut hier, muss ich echt sagen. Also genau richtig zwischen Sportlichkeit und Komfort. Und jetzt bimmelt es schon. Ich fahre hier 32 in der 30er-Zone und er schlägt mir sofort vor, Warnung bei Geschwindigkeitsbegrenzung, Warnung ausschalten. Ja, ich schalte sie mal aus. Jetzt fragt er auch nach, sind Sie wirklich sicher? Ja, bin ich sicher. Alles klar. Aber das ist schon mal cool, dass er sofort, wo er anfängt zu bimmeln, weil man 1 km/h oder 2 km/h zu schnell fährt, schlägt er sofort vor, schalt das auch lieber aus. Also da kann man mal sehen, wie unsinnig diese scheiß Warnung ist. Also naja, man muss jetzt damit leben.
Ja, und zwischen 0 und 30 km/h hört man hier das künstliche Geräusch. Das ist wie so ein Flanger-Sound. Ich weiß nicht, ob ihr mal jemals E-Gitarre gespielt habt. Da gab es so ein Effektgerät, Flanger nannte sich der. Und der hat so ein bisschen so diesen Sound produziert, wenn man so die Gitarre gespielt hat. Ne? Und das ist unter 30 km/h hier auch deutlich im Innenraum zu hören. Das finde ich immer ein bisschen schade, muss ja nicht. Ich meine, innen brauche ich kein Fahrgeräusch, außen ist ja okay. Ja, und Rekuperation kann man hier auch einstellen in verschiedenen Stufen. Das ist hier auf unter Fahren. Da habe ich das jetzt mal auf Hoch eingestellt. Da gibt es auch noch X-Pedal. Wenn ich es jetzt auf Hoch lasse, dann nehme ich mal Gas weg. Eine halbe Sekunde passiert gar nichts und dann fängt er an zu bremsen. Und bei X-Pedal ist es ziemlich brachial, also fast noch mehr als bei mir in meinem Tesla. Aber extrem ruhig hier, ne? Also man merkt das schon, dass der Wagen super ruhig ist. Allein wie er hier fährt, wie er die Straßengeräusche wegschluckt und wie die Federung sich anfühlt, die Dämpfung, echt klasse. Ja, und das Bremspedal, ne? Das ist auch so eine Sache. Du kannst hier Einstellung Bremspedal, Komfort, Standard, Sport. Und dann hast du auch noch mal einen Schalter für Komfortbremse. Und jetzt geben wir mal Gas. Jo, wir sind sofort weg hier. 6,2 Sekunden von 0 auf 100. Der Wagen hat 210 kW Leistung, sind 285 PS, 440 Newtonmeter. Also reicht völlig. Ist ja hier der Hinterradantrieb, wie gesagt. Und also das ist wirklich eine super Option, weil größte Reichweite, völlig ausreichende Performance. Und hier ist die nächste rote Ampel. Ja, also mit dieser Rekuperation auf hoch eingestellt. Da kann man noch nicht so richtig One-Pedal-Driving machen. Da muss man schon auf X-Pedal stellen. Dann geht es richtig zur Sache. Damit ist das möglich. Aber er bleibt halt nicht wirklich stehen. Also er rollt nicht aus bis zum Stillstand, sondern rollt immer langsam weiter. Und wenn man stehen will, muss man halt doch noch mal bremsen. Und die Auto-Hold-Funktion, die ich hier eingestellt habe, die funktioniert dann auch nur, wenn ich stehe und dann nochmal das Bremspedal ein bisschen runterdrücke. Das gibt es auch bei anderen Autos und so haben sie es hier auch gelöst. Das finde ich immer lästig, also brauche ich nicht. Wenn ich stehe, dann stehe ich und wenn ich Auto-Hold anhabe, dann will ich auch stehen bleiben. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, nochmal die Bremse extra dafür drücken zu müssen. So, wir haben heute sehr schönes Wetter. Wie viel Grad haben wir? 9 Grad. Und heute ist definitiv mal kein Regen angesagt. Also blauer Himmel. Sehr ruhig alles. Wir hatten gestern Nacht super Polarlichter hier über Bremen. Also war richtig schick. Ja, das wird also eine schöne, ruhige Testfahrt. Und der G6 hier, der sollte hier echt eine Spitzenleistung an den Tag legen, weil man sagt ihm wirklich sehr hohe Effizienz nach. Und da bin ich mal gespannt. So, Tempo 120, wir haben hier noch Geschwindigkeitsbegrenzung, wie immer. Und man merkt schon, der Wagen ist echt leise, wirklich ruhig. Wir sind hier auf einer Betonpiste und ja, die Assistenzsysteme laufen. Der X-Pilot hat auch Spurwechselassistent, alles drin. Also der Wagen ist ja immer voll ausgestattet. Also ihr könnt den gar nicht als nackten Hirsch kaufen. Die Konfiguration von so einem X-Peng, zumindest hier vom G6, die ist in 2 Minuten erledigt. Ach Quatsch, 30 Sekunden. Und dann ist der Endpreis da, ne? Also es ist schon geil. Also das ist so die Sache, wo ich die deutschen Hersteller immer nicht verstehe. Für alles und jedes muss ich irgendwie konfigurieren. Da gibt es dann teilweise Bezeichnungen, die ich nicht verstehe, weil ich mich mit der Marke so noch nie beschäftigt habe und weiß gar nicht, was das ist und was ich wirklich brauche. Und dann kostet das wieder mehr und wenn ich das buche, dann kann ich das wieder nicht buchen. Es ist alles völlig wirr. Und hier 3 Klicks und du bist fertig und du hast den Endpreis und der ändert sich auch gar nicht groß zum Grundpreis. Also es ist einfach so muss das, Leute, so muss das. Man kann jetzt sagen, okay, Head-Up-Display hat er nicht. Ha, siehst du, irgendwas fehlt. Ja, okay, das gebe ich zu, Head-Up-Display wäre noch cool, aber ehrlich gesagt brauchen wir jetzt nicht wirklich. Wir haben ja auch ein Tacho-Display mit allen Angaben. So, Tempomat 130, jetzt können wir hier fahren. Und es ist wirklich so, dass die gesamte Einstellung hier von dem X-Pilot, die geht im Prinzip genau wie bei Tesla. Du hast hier den Lenkstockhebel, wo du auch die Gänge wählst, ja. Und den drückst du einmal runter, dann geht der Tempomat an und den drückst du zweimal runter und dann geht der sogenannte ja, X-Pilot oder in Klammern Autopilot an, adaptive Spurhalteassistent. Und dann die Geschwindigkeit, die drehst du halt mit dem Scrollrad hier. Bei Tesla ist es das rechte Scrollrad und beim X-Peng ist es hier das linke Scrollrad. Da änderst du die Geschwindigkeit. Was hier halt auch auffällt, ist bei der Trip-Anzeige, dass wir zwar die Kilometerstände haben für 2 verschiedene Trips, also Trip 1 und Trip 2, aber
bei diesen Trips ist dann keine Verbrauchsanzeige dabei. Das heißt, wir haben hier Zwischenspeicher A, Zwischenspeicher B nennt sich das. Das kann ich auch jeweils zurücksetzen. Wir haben hier die Gesamtkilometerzahl und irgendwie ja, nach dem letzten Laden und so. Das alles nur auf Kilometer bezogen. Ne? Übrigens, Gesamtkilometerzahl dieses Autos gerade 475. Der Wagen kommt also quasi frisch vom Schiff. Mal nagelneu, ich bin sozusagen der Erste, der ihn fährt. Und hier haben wir halt die Verbrauchsanzeige, so eine Kurve, 2,5 Kilometer, das ist echt kurz, 20 Kilometer und 100 Kilometer. Und seit dem Start. Seit dem Start ist also da, wo wir quasi losgefahren sind. Ne? So. Und dann ganz klein, winzig in der Ecke steht hier irgendwie eine Verbrauchsanzeige. Also die Schrift kann ich von hier aus überhaupt nicht lesen. Ich kann nur die auf dem Tachodisplay lesen. Es sind 23,4 im Moment. Aber für die Trips, wie gesagt, keine Verbrauchsanzeige. Und diese Verbrauchsanzeige hier bezieht sich immer seit dem Start. Oder eben seit 100 Kilometer, 20 oder 2,5 Kilometer. Also ansonsten die Software wirklich mega schnell. Also die bleibt hinter Tesla nicht zurück. Wir haben hier keinen AMD Ryzen Prozessor drin, sondern hier sind irgendwie Nvidia Chip drin. Und Rechenleistung wirklich ohne Ende, auch das ganze Navi, wie die sich das verhält. Also wir haben hier leider keine Satellitenkarte, das ist ein bisschen schade. Das fände ich noch cool, wenn wir die hätten. Aber die ganze Darstellung, auch 2D oder 3D, sehr schön gemacht. Schöne Farben, klare Routenerkennung, klare Verkehrsflusserkennung. Also auch Sitzkomfort, alles elektrisch einstellbar natürlich. Also Massage haben wir hier nicht, aber 18-fach Verstellung und so. Wir haben hier Sitzheizung, Sitzbelüftung, übrigens alles serienmäßig, Leute. Kein Aufpreis. Also beide Sitze, Sitzbelüftung, hinten Sitzheizung. Tja, da kannst du echt nur den Kopf schütteln. Wir haben noch Sommerreifen drauf, übrigens aktuell natürlich die 20 Zöller, die auch Serie sind mit schönen Alufelgen. Also es gibt, glaube ich, auch nur die Reifengröße und 255er sind das. Sehr ruhige Reifen, Michelin serienmäßig. Das sind so EV-Modelle, also auch mit einem günstigen Rollwiderstand. Und da wollen wir mal sehen. Wir sind momentan immer noch bei 23,5. Also es verändert sich kaum. Ist ein bisschen hoch, aber wir sind ja noch nicht da. Wir sind ja erst, wie viele Kilometer? 27 unterwegs. Also da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ah, wir sind gar nicht 27 Kilometer unterwegs, sondern 40. Das waren die Minuten. Siehst du, das kommt davon, wenn die Schrift so klein ist. Dann verwechselt man das. Ja, aber Leute, auch dieser X-Pilot, ne, fährt super. Ganz klasse. Also sehr ruhig, souverän, automatischer Spurwechsel, wenn ich blinke. Überhaupt nicht aufgeregt oder so. Ich kann nur sagen, es gefällt mir echt gut. Ab und zu mal das Lenkrad anfassen, wirklich nur leicht, so ein bisschen minimal bewegen. Ja, bitte drehen Sie leicht, wirklich nur ganz kurz berühren und dann ist schon wieder weg die Meldung. Also ich habe hier nichts zu kritisieren, das ist alles perfekt. Ja, ich hatte ja bei der Konfiguration die Anhängerkupplung erwähnt, glaube ich zumindest. Es gibt eine Anhängerkupplung, ne? 1500 Kilo Zuglast, 75 Kilo Stützlast, kostet 1190, glaube ich, Aufpreis. Das ist auch wirklich der dickste Brocken für den Aufpreis, den man hier bei diesem Auto dazu konfigurieren kann. So, jetzt kann man sagen, Kritikpunkt. Er hat die Geschwindigkeitsbeschränkung erkannt. Hier ist jetzt kurz vor Bremerhaven 120. Aber er senkt halt die Geschwindigkeit im X-Pilot nicht ab. Das muss ich dann von Hand machen, beziehungsweise vom Fuß. Oder ich kann das Scrollrad hier drehen. Ne? Das ist natürlich schade, aber macht ja auch nicht jedes Auto. Aber könnte man vielleicht noch wünschen, dass er das irgendwann automatisch macht. Ist ja natürlich nur Software. Leute, ich bin jetzt mal böse. Ne? Also so wie dieser Wagen aussieht, wie dieser Wagen ausgestattet ist. Ich meine, sogar das Lenkrad. Das ist ja mehr oder weniger auch so wie so ein NIO. Ja, so ein NIO ET5 Touring. Ja? Und was dieser Wagen kostet im Vergleich. Und was für eine Ladeleistung der hat. Und überhaupt, also das ganze Gefühl hier in diesem Auto. Also es steht ein NIO in nichts nach, außer dass ich keinen Akku wechseln kann. Dafür kann ich hier brachial schnell laden. 280 kW Ladeleistung, Leute. Und der Akku ist ja, hat eigentlich genau die richtige Größe. 87,2 Kilowattstunden netto. Ja, damit kommt man eine Strecke, würde ich sagen. Okay, ein paar Regentropfen müssen scheinbar immer irgendwie sein.
obwohl blauer Himmel ist, bin ich jetzt gerade irgendwie unter einer Phantomwolke, die ein paar Regentropfen fallen lässt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, jetzt in dieser kurzen Baustelle vor Bremerhaven, da ist er unsicher, der X-Pilot, mit den gelben und den weißen Linien. Das mag er nicht so gerne. Da schlingert er so ein bisschen hin und her. Das kann er noch nicht. Also nicht perfekt zumindest. Aber gut, wir haben es jetzt 58 Kilometer. Gleich ist da hinten die Abfahrt. Dann machen wir die Wende. Die paar Regentropfen hier vor Bremerhaven, die nehmen wir dann noch so mit. Wir liegen jetzt bei 23,1. Bisschen gesunken. Hauptsächlich jetzt durch die Baustelle. Ein Kilometer dürfen wir nur 100 fahren. Und gleich noch durch die Stadt. Aber dann geht es zurück. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass es noch deutlich sinkt, weil eigentlich müsste dieser Wagen viel effizienter sein, als wir es momentan erleben. Aber es ist immer noch kalt, 10 Grad. Haben wir mal wieder grün, 64,2 Kilometer Strecke, 22,2 Kilowattstunden im Durchschnitt. Jetzt bin ich gespannt. Der Akku dürfte jetzt einigermaßen warm sein, zumindest wärmer als beim Start. Und ich hoffe auf der Rückfahrt, dass wir am Ende auf jeden Fall unter 23 liegen. Das bleibt dann noch abzuwarten. Aber ich kann nur eins sagen, Leute, das Fahren hier mit dem XPeng G6, das macht so Spaß. Der Wagen ist so angenehm zu fahren, total leise, agil, wendig, spritzig. Er nervt auch nicht mit irgendwie ständigem Gebimmel oder so. Ist ja auch bei chinesischen Autos oft ein Problem. Das ist doch endlich mal ein Auto, so wie man sich das vorstellt. Ergänzungen zur Ausstattungsliste. Wir haben natürlich auch Vehicle to Load drin. 3,3 kW kann ich hier aus dem Akku rausziehen, wenn ich das will. Und Stichwort nochmal Soundanlage. Da fragt ihr auch öfter nach. Wir haben ja 18 Lautsprecher drin und die Soundanlage klingt wirklich gut. Und das bei der leisen Fahrt hier, da kommt das nochmal extrem besser, wenn man dann eine gute Soundanlage hat. Ihr könnt übrigens gespannt sein, denn dieses Video ist nicht das einzige, was ich mit dem G6 mache. Ich mache noch ein Video in 3 Tagen. Da fahren wir nämlich auf eine Langstrecke. Ja, wir fahren, wie viel sind das insgesamt? 1700 Kilometer, also hin und zurück zumindest. Wir fahren nämlich nach Paris. Jawohl, ich war ja schon mal mit dem Tesla Model Y in Paris. Und jetzt fahren wir mit dem XPeng G6 nach Paris, und zwar zur Paris Motor Show. Da gibt es natürlich auch einen XPeng-Stand und da gucken wir uns natürlich die Autos an und auch alles, was da drumherum ist. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich freue mich da auch schon tierisch drauf. Und dann mit diesem Auto dahin zu fahren, ja, das wird echt ein Genuss, sage ich euch. Ein Genuss. Und da mache ich natürlich ein Video. Langstrecke Roadtrip nach Paris und Berichte von der Paris Motor Show. Kommt dann irgendwann nächste Woche oder übernächste Woche. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit dem Schnitt schaffe. Aber das wird richtig geil und ich bin da mega gespannt. So, wir sind jetzt bei 120 Kilometer Strecke. Wir liegen im Durchschnitt bei 22,1 Kilowattstunden. Ja, das hört sich doch schon ganz gut an. Wahrscheinlich geht es noch einen Ticken runter, bis wir dann zu Hause sind. Das warten wir dann mal ab. Und dann schauen wir uns mal das Endergebnis an. Ich bin echt gespannt. So,
Leute, wir sind wieder zu Hause. Nach 128,6 Kilometer Anzeige hier laut Tacho. Wir haben noch 26% im Akku. Das heißt, wir sind von 59 gestartet, haben also genau 33% verfahren. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 21,2 Kilowattstunden am Ende. Das ist doch mittlerweile ein ganz guter Wert, also zumindest für die gesamte Strecke. Leider hat uns der Stau am Ende ein bisschen die Zeit versaut. Und natürlich hat er ein bisschen was am Verbrauch geändert. Er wurde natürlich wahrscheinlich ein bisschen niedriger dadurch. Keine Ahnung, 0,1, 0,2 Kilowattstunden. Aber nichtsdestotrotz, der Wert ist super. Und mit den 33% bei 128, sagen wir 129 Kilometer Strecke, da kommt man jetzt, so wie wir heute gefahren sind, mit diesem Auto bei 100% 387 Kilometer weit. Das ist ganz ordentlich, nicht ganz die 400, aber wie gesagt, wir hatten es 9 bis 10 Grad. Es war wirklich nicht warm. Und in der Stadt, also wie gesagt, die 12, 13 Kilowattstunden, WLTP 570 Kilometer, absolut realistisch. Aber das ist ja nicht der Clou, sondern der Clou ist dann eben, wenn man mal laden muss, wie schnell man dann wieder weg ist. Und das testen wir natürlich gleich. Also 26% haben wir noch. Wir fahren runter bis ungefähr um die 10% und dann schließen wir uns an den Schnelllader an. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir die 280 kW wirklich schaffen und wie lange es dann wirklich dauert von 10 bis 80%. Ich bin echt gespannt. So, wir sind mit 12% angekommen und es ging gleich ziemlich gut zur Sache. Mit 240 kW ging es los. Dann gab es jetzt einen kleinen Einbruch. Momentan sind wir bei 180 kW gerade. Es schwankt so ein bisschen. Weiß nicht, woran das liegt. Eigentlich müsste der Akku ja doch relativ warm sein. Jetzt ist es draußen auch wärmer geworden. Wir haben so 16 Grad. Fazit hier. XPeng G6. Leute, ich kann euch sagen, es ist ein fantastisches Auto. Die Ladeplanung kann man noch optimieren, wenn sie auch vorhanden ist und ganz gut läuft. Aber wie gesagt, ein bisschen was zu optimieren ist da noch da. Ein paar holprige Übersetzungen hier auf Deutsch. Ja, also was war das eine hier bei der Klimatisierung? Wenn ich die Lüftung verstelle, dann steht hier: Fege den Wind nach links und rechts. Das ist irgendwie amüsant. Ja, ist nicht wirklich schlimm, muss man schmunzeln. Und das Schlimmste ist, dass das Navi ja an einigen Stellen einfach kein R aussprechen kann, sondern den Buchstaben R einfach weglässt. Wie ist nochmal die Sendung, wo man Buchstaben kaufen kann? Lief doch in den 90ern. Ich habe es vergessen. Ich kaufe ein R. Schreibt mir in die Kommentare, wie die Sendung hieß. Ich weiß es nicht mehr. Ich will es unbedingt wissen, sonst kann ich nicht schlafen. Leute, der Wagen ist top, Preis-Leistungs-Verhältnis, erste Sahne. Ihr merkt es, ich bin von dem Auto richtig begeistert. Und ich würde mir wünschen, dass dieser XPeng G6 hier in Deutschland und Europa wirklich einschlägt und endlich bei den Leuten mal ankommt, dass sich die Leute diesen Wagen unbedingt mal ernsthaft anschauen und in Erwägung ziehen, sich hier mal reinzusetzen, eine Probefahrt zu machen. Und okay, Servicenetz, das ist immer die Frage, Garantie. Garantie kann ich übrigens sagen, 7 Jahre Garantie grundsätzlich auf das ganze Auto, dann auf Batterie 8 Jahre, 160.000 Kilometer wie üblich. Da gibt es auch wirklich keine Probleme. Aber mit dem Servicenetz, das ist eben das Problem. Aber der Wagen steht hier eben bei Autohändlern.
und die sind dann für den Service verantwortlich. Und wenn ihr die Chance habt, mal so ein XPeng G6 Probe zu fahren, ich kann euch nur sagen, macht das unbedingt. Und es könnte sein, dass ihr euch in das Auto verliebt, weil es ist ein erstklassiges Auto und ein besonders erstklassiges E-Auto. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr jetzt nach meinem Test von diesem Auto so haltet. Vielleicht habt ihr ihn ja auch euch schon mal selbst angeguckt, vielleicht seid ihr ihn auch schon mal gefahren. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie ihr das so seht. Chinesisches Auto hin oder her. Der Wagen hat mich jetzt hier wirklich mitgenommen heute und das passiert auch nicht ganz so oft, Leute, kann ich euch sagen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir gerne ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Achso, und nicht vergessen, beim Roadtrip nach Paris einzuschalten. Der kommt ja demnächst mit dem XPeng G6. 1700 Kilometer zur Paris Motor Show. Ich freue mich riesig und ihr seid hoffentlich wieder dabei. Also, ciao.